Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. Sonntagabend, es ist soweit. Battlefield 5 Gameplay. Nee, Battlefield 6, Battlefield 2042. Oh, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich ihn drauf habe. Battlefield 2042 wird als Gameplay gezeigt. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Wenn ihr Bock darauf habt, das mitzugucken, ab auf den Twitch-Channel. Wir werden uns die E3-Messe, die jetzt aktuell nur digital läuft, komplett angucken. Da es aber noch dauert, bis wir Battlefield wirklich in den Konsolen drin haben und auf dem PC und wirklich spielen können, müssen wir uns und werden wir uns natürlich noch ein bisschen mit COD beschäftigen. Und hier stehen einige Sachen an und das ist immer die Zeit des Jahres, so Mai, Juni, Juli, wo zum neuen COD die ersten wirklichen Gerüchte kommen, die Leaks, dann gibt es irgendwann auch so Mitte Juni, Mitte Juli meistens so den ersten Teaser, wo man zumindest ein bisschen Infos bekommt und das Ganze kriegen wir dieses Mal auch wieder. Das heißt, es wird heute um die COD-Integration gehen, um die neue Warzone-Map, die kommt, um den wirklichen Namen von neuen COD und das, was bisher Datenleaker in den Quelldateien für Cold War und Warzone gefunden haben. Die letzten Wochen war ja immer wieder dieses Thema, wie heißt das neue COD jetzt? COD WW2 Vanguard, COD Vanguard WW2, COD WW2 Remastered. All diese Namen sind irgendwie kuriert oder kursiert. Und die Antwort ist relativ einfach und ich finde auch COD WW2 Vanguard ist ganz schön lang, um ehrlich zu sein. Das neue COD wird einfach ganz schlicht Call of Duty Vanguard heißen. Kein WW2-Hinzufügung, kein World War, kein gar nichts. Einfach nur COD Vanguard. Für das neue COD Vanguard ist bisher bestätigt worden, dass wir einen Multiplayer bekommen, dass wir eine Kampagne bekommen und dass wir einen Koop-Modus bekommen. Der Koop-Modus wird meiner Meinung nach relativ sicher der Zombie-Modus sein, weil Zombie in Call of Duty für mich mittlerweile einfach mit reingehört und weil ich gesehen habe, dass die Zombie-Community relativ groß ist. Viele Spieler kaufen sich COD mittlerweile nur noch, um Zombie spielen zu können. Das heißt, ihr werdet zu 99% davon ausgehen können, dass Zombies als Koop-Modus und natürlich auch, wenn ihr alleine spielen wollt, mit drinne ist. Video Games Chronicles, VGC, hat darüber berichtet und die waren zum Beispiel auch beim Release-Datum von Warzone zu 100%, haben genau das Datum gehabt, wann es rauskommt, Monate vorher. Das heißt, eine vertrauenswürdige Quelle, würde ich hier mal sagen. Es sind trotzdem immer Leaks und Gerüchte, das heißt, Dinge können sich bis zum Release ändern. Video Games Chronicles hat auf jeden Fall darüber berichtet, dass wir eben die alte Modern Warfare Engine bzw. die aktuelle Modern Warfare Engine im neuen COD haben werden. Ebenfalls im neuen Warzone, das heißt Warzone an sich bleibt, Verdansk wird zum Release-Zeitpunkt von Vanguard komplett entfernt und eine nagelneue, größere Map wird stattdessen Platz nehmen. Ob das jetzt Ural Mountains ist, was meiner Meinung nach so in den Zweiten Weltkrieg nicht so wirklich reinpasst oder eine andere, ist völlig unsicher. Dazu kommen die Berichte, dass Warzone in privaten Servern mit 200 bis 250 Spielern bisher getestet wurde und wenig überraschend anhand der Serverleistung hat Activision zusammen mit Treyarch, die Tests gemacht haben, gesehen, 200 bis 250 Spieler schaffen wir aktuell nicht. Was das am Ende bedeutet ist, sie haben noch eine Menge Arbeit vor sich, wenn die neue Warzone-Map tatsächlich größer werden sollte, als Verdansk das aktuell ist, werden, damit man nicht ewige Leerphasen hat, natürlich auch mehr Spieler darauf müssen, um den ganzen Pace von dem Gameplay irgendwie aufrechtzuerhalten. Aktuell sind sich die Leute relativ sicher, dass entweder zur Season 4 oder spätestens zur Season 5 Call of Duty Vanguard durch ein In-Game-Event in Warzone dargestellt wird. Dazu gab es einige Leaker, die jetzt etwas Neues gefunden haben, und zwar in den Quelldateien. Einmal sehr oft die Nennung X2. Und zur Erinnerung für euch, X1 wurde gefunden. X1, das X war im Prinzip der Platzhalter für das erste Event, als damals Black Ops Cold War über Warzone released worden ist. Ihr erinnert euch bestimmt alle daran, das war diese ganz schlichte, aber trotzdem coole Aktion, als dann am Ende alle Leute zum Stadium gerannt sind. Das Ganze wurde jetzt als X2 wieder in den Quelldateien gefunden. Zu diesem X2 stehen einzelne Sätze wie Armored Train, das heißt gepanzerter Zug, und Ambush, also Überfall.
ob man eventuell jetzt in diesem Event einen Überfall in Warzone auf einen bewaffneten Zug oder gepanzerten Zug macht, um dann diese Infos zu bekommen, was mit Vanguard ist, oder ob das vielleicht nur ein Teil von dem Ganzen ist, lässt sich aktuell nicht sagen, klingt für mich aber schon mal viel, viel interessanter als das letzte Event, als wir hatten, als wir einfach Zombies gejagt haben, zu Zombies geworden sind und dann die nukleare Rakete explodiert ist. Das meiner Meinung nach war sehr, sehr schwach und sehr, sehr langweilig. Activision hat in einem Blogpost darüber gesprochen, dass egal wie zukünftige Integrationen auch, und dann haben sie in Klammern geschrieben, Perks und Ausrüstung, das was wir jetzt in der Black Ops Cold War Integration ja nicht hatten. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten sind nur die Black Ops Cold War Waffen in Warzone mit reingekommen. Ansonsten hat sich nichts geändert und diese ganze Integration, bis die Waffen ordentlich funktioniert haben, bis die Aufsätze ordentlich funktioniert haben, hat Monate gedauert, also Schulnote eine glatte 6. Diesmal haben sie gesagt, dass sie aus den Fehlern gelernt haben, das hat Activision schon öfter gesagt, gelernt haben sie wirklich noch nicht draus, aber sie haben zumindest schon mal schriftlich dargelegt auf Twitter und haben darüber gesprochen, dass die Integration der neuen Waffen aus dem neuen COD, sie haben nicht darüber gesprochen, wie es hieß oder sonstiges, das werden sie aktuell nicht tun, diesmal besser laufen wird. Ich gehe davon aus, dass die Integration der neuen Waffen und eventuell neuen Killstreaks und neuen Perks und Feldaufrüstung, wenn wir sowas im Vanguard haben, relativ nah zum Release-Zeitpunkt von Call of Duty Vanguard sein wird. Was mich ehrlich gesagt immer noch vor die Frage stellt, jetzt haben wir Black Ops Cold War Waffen, die zusammen mit Modern Warfare Waffen in Warzone drin sind. Das passt schon nicht so 100%, aber wir haben eine Zeitspanne von 20 bis 30 Jahren. Das geht noch einigermaßen. Wie kriegt man jetzt aber Modern Warfare Waffen zusammen mit Black Ops Cold War Waffen zusammen mit Zweiten Weltkrieg Waffen zusammen? Das passt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie all das, was die Leute über die Modern Warfare Waffen und Cold War Waffen erspielt haben, rausnehmen und man nur noch in der neuen Warzone Map dann die neuen WW2 Waffen spielen kann. Das heißt, da bleibt es für uns noch offen zu sehen, wie Activision das handelt. Ich hoffe, dass sie nicht einfach wieder eine Atomrakete starten und wir wieder 60 Jahre zurückgehen in der Zeit. Das wäre ehrlich gesagt relativ langweilig. Zudem haben wir jetzt in dem letzten Teaser wieder gesehen, für die Season 4, die jetzt in ein paar Tagen beginnt, dass wieder der Helikopter mit der Minigun da drin ist. Diesen Helikopter nutzt Activision in den Trailern mittlerweile seit Season 1 und haben ihn, glaube ich, insgesamt 3 Minuten in dem Game, in dem Update drin gehabt. Und haben immer und immer wieder realisiert, dass es damit ein Problem gibt, dass Leute, die diesen Helikopter bestiegen haben, durch eine ganz, ganz einfache Aktion unsichtbar geworden sind. Das heißt, sie konnten auch aus dem Helikopter aussteigen und waren auch danach noch unsichtbar. Sie haben also in jeder der Seasons, in jedem Trailer, diesen Minigun-Helikopter mit reingenommen, ohne es bisher hingekriegt zu haben, ihn so zu programmieren, dass man ihn in Warzone nutzen kann, ohne dass die Leute diesen Bug abusen und sich unsichtbar machen. Jetzt im Season 4 Trailer ist er wieder drin. Mittlerweile bin ich aber relativ sicher, dass sie dieses Problem einfach nicht behoben bekommen und beheben können, weshalb es für mich darauf hinausläuft, dass dieser Teaser immer wieder mit genutzt wird oder dieser Helikopter, ohne dass wir ihn aber tatsächlich in Warzone Verdansk sehen werden. Die einzigen wirklichen Sachen zu Call of Duty Vanguard, die wir aktuell wissen, sind aktuell, dass wir in den Kampagnenmodus einer Spezialeinheit eingehören. Dieser Spezialeinheit gehören wir an und folgen einer anderen Spezialeinheit, das sind so zwei Einheiten, die gemeinsam da agieren, auf amerikanischer Seite. Es ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, dass es im Prinzip ungefähr Koreakrieg sein könnte. Könnte aber auch wirklich Hardcore WW2-Krieg sein in einem Paralleluniversum. Das heißt, die Idee ist wohl, dass nicht 1945 der Krieg beendet ist, die Deutschen bezwungen worden sind, Hitler stirbt, die Amerikaner mit den Franzosen, mit den Engländern, mit den Russen als alliierte Kräfte im Prinzip diesen Weltkrieg gewinnen, sondern dass der Weltkrieg in Call of Duty Vanguard um ein paar Jahre verlängert wird. Das heißt, Ende 45 ist nicht, vielleicht ist dann erst das Ende 50 oder 1955, vielleicht auch 1960, was zumindest diese Option offenlegen würde, dass man diesen Anschluss zu Black Ops Cold War hinbekommt. Aber das ist reine Spekulation und einfach nur meine Vermutung. Das Einzige, was sicher ist, dass sie diesen Zeitraum, wo der Zweite Weltkrieg dort offiziell beendet ist, etwas verlängert haben. Jetzt steht die Season 4 vor der Tür. Wir alle warten im Prinzip ganz gespannt drauf oder auch nicht mehr gespannt drauf. Ich muss euch ehrlich sagen, die letzten Seasons, die Season 3 war in Ordnung für einen kurzen Zeitraum. Season 2 fand ich persönlich
schlimm, also wirklich schlimm. Jetzt Season 4, wir haben wieder zwei Waffen, die durch den Battle Pass kommen. Eine Waffe, die wieder während der Season gedroppt wird. Dann haben wir Hijacked, dann haben wir Collateral als neue Map für 6 gegen 6 und 12 gegen 12. Wenn ich so einen Ausschau halte, was in Season 4 dazukommt, ist wieder nichts wirklich dabei, was dafür sorgt, dass die Spieler, die es aufgehört haben, oder die Spieler, die kurz davor sind, zu sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Kultur, auch durch SBMM, durch die Serverprobleme, durch die Hackerproblematik in Warzone und, dass die tatsächlich zurückkommen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das Ganze besser machen könnte, wie man das interessanter machen könnte für die Community. An diesem Punkt habe ich aber einfach das Gefühl, dass Activision schon mit all dem, was sie im Kopf haben, beim nächsten COD ist, um Warzone weiter zu unterstützen. Ich glaube, in Cold War werden wir keine großen Änderungen mehr bekommen. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den ganzen Infos haltet, die wir jetzt dazu bekommen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, gerne ein Abo hinterlassen, Glocke an, würde mich riesig drüber freuen. Macht euch einen schönen Abend, viel Spaß bei der M, ich bin raus, haut rein.